Ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zu Part 3 von Evil Awaits. Wir gehen mal direkt rein, denn ich habe da eine Befürchtung, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Das hier müsste unser Spielstand sein. Ja, nehmen wir den mal. Ja. Es gab übrigens schon wohl vor 2 Jahren eine Demo zu dem Spiel. Die ist mir komplett entgangen. Und es gibt aktuell so wenig Rezensionen. Das ist so schade. Es ist so ein gelungener... Ja, eine gelungene Hommage, kein Klon. Es ist eine Hommage an Resident Evil 4. Ich finde, es ist eigenständig genug. So, und jetzt schauen wir mal auf unsere Ressourcen. Ich habe noch 60% Energie, keine Medikits. Wie sieht es eigentlich mit meiner Munition aus? Die ist ganz okay. Gut. Ja, wir hatten ja jetzt zuletzt eine Konfrontation mit dem Wurm, die zu unseren Gunsten entschieden wurde. Aber der Wurm ist nicht tot. Der wird uns wohl nochmal begegnen. Was ich auch ganz interessant fand... Weil ich auf die Achievement blickte, offenbar haben mehr Leute den Irrgarten überstanden, als den Troll besiegt am Eingang des Schlosses. Und das wundert mich so ein bisschen. Das heißt ja, dass man ihn gar nicht hätte bezwingen müssen, um hierher zu kommen. Finde ich interessant. Insofern ist es doch ganz schön, dass wir das geschafft haben. So, jetzt habe ich ja ein Paddel gefunden. Weiß aber noch überhaupt nicht, was wir damit anfangen werden. War denn da hinten beim Bosskampf irgendwas freigelegt worden, was mir noch aktuell nicht bewusst ist? Zumindest hat sich ja der Pfad geändert. Was? Ja. Okay. Also die Steuerung macht mir zunehmend zu schaffen, muss ich sagen. So, was ist passiert? Wir steigen direkt nochmal neu in die Konfrontation ein. Weil die gerade überhaupt nicht gut gelaufen ist, was ein bisschen der hakligen Steuerung geschuldet ist, aber wenn man ehrlich ist, auch so ein bisschen meiner verzögerten Reaktion. Dann gehen wir nochmal rein, bevor ich hier schon die erste Niederlage provoziere. So, und das waren noch 2, genau, die kamen von beiden Seiten. Oh, sogar noch ein dritter. So, Nummer 1 ist dahin. Jetzt wechsle ich mal die Waffen. Weil die alle zu voll sind, die Inventare für die Munition. Und das ist ja zu blöd, wenn wir Sachen liegen lassen müssen. Also meine Strategie, vor allem erstmal die Schwachen leer zu schießen, ist nicht aufgegangen, muss man sagen. Na komm her, Bubi. Na, was hat er mir hinterlassen? Automatic Rifle. So, jetzt kann ich gerade noch mal eine Ressource aus dem, was ist das hier? Wärterhäuschen abgreifen. Okay. Das wäre auch ganz praktisch, wenn die Tür einfach aufbliebe. Man ist jetzt kein Beinbruch. Ein bisschen komisch ist es schon. Achso, stimmt, die hatte ich ja jetzt noch mal erneut abzugreifen. Okay, und die ist jetzt aber definitiv voll. Na gut. Haben wir alles nachgeladen? Da geht noch was, glaube ich. Ja. Seit wann habe ich eigentlich eine Taschenlampe? Achso, die habe ich nur an meiner Pistole, wie es aussieht. Ein Attachment für die Pistole. Gut, da hinten können wir auch gleich nochmal hin. Vielleicht können wir da ja was mit unserem Paddel anfangen. Aber dort gibt es auch noch was abzugreifen. Das würde ich gern vorher noch erledigen. Was mag das sein? Rot Munition, ne? Ah ja, und wieder kann ich sie nicht mitnehmen. Was wohl dafür spricht, dass ich in einer Weise spiele, die zu sehr Energie und zu wenig Munition frisst. Ich sollte vielleicht doch etwas beherzter rumballern. Und es war möglicherweise keine gute Idee, vor allem meine Nahkampfskills so früh hochzuleveln. Denn die bedeuten ja unter anderem eher mal Energie einzubüßen. Um Munition zu sparen, dann aber auch eher mal was abzubekommen.
Kevin Berkeley. Oh, lauf bitte, das lief gar nicht gut. Wir kommen schon klar. Hoffe ich. Wo ist denn hier die Treppe? Ach, da hinten. Hier konnte ich jedenfalls schon mal nichts mit dem Paddel anfangen. So, und jetzt kommt mal hoch, dass ich euch hier einzeln chirurgisch wegsäbeln kann. So, Nummer 1. Nächste. Ich glaube, das hat nicht funktioniert, ne? Ah ja, das ist ein Treffer. Gut. Tot. Ist wieder Pistole voll. Das macht mich fertig. Dann gehen wir nochmal raus. Ob nicht irgendwas an den Boden zu tun ist. Immerhin haben wir ja ein Paddel. Ah, ist gleich die nächste Konfrontation. Und es blubbert. Es hört hier gar nicht auf. Es ist eine never-ending Story hier im Wasser mit den Gegnern. Gar nicht, ob Kopfschütze wirklich erforderlich sind. Sie kosten mich auf alle Fälle zu viel Leben. Also darauf abzuzielen, kostet mich zu viel. Oh, und das ist jetzt schlecht. Items im Wasser kann ich nicht aufgreifen. Okay. Aber dort vorne haben wir ja noch was liegen, was wir jetzt mitnehmen können. Nebenbei bemerkt, bin ich so gut wie tot. Erschreckt uns doch nicht ab, oder? Kann ich es vielleicht in der Perspektive aufgreifen? Komm. So, so. Nee, nach unten kriege ich nicht mal die Ego-Perspektive hin. Na, da hinten flimmert doch auch nochmal was. Und ein neuer Angriff. Ich freue mich. Tja, im Grunde habe ich hier Ressourcen abgefarmt, die ich sämtlich wieder verbrauchen muss, um mich meines Lebens zu erwehren. Ich würde jetzt mal darauf spekulieren, dass hier hinten auf der Map einfach erstmal nichts mehr zu holen ist. Geh nochmal kurz in die Richtung, wo der Bosskampf war, falls ich dort was übersehen habe. Ansonsten gehen wir erstmal wieder ein gutes Stück zurück, würde ich sagen. Und Energie wäre jetzt schon extrem geil. Und sollte ich jetzt gar nichts finden, denn ich habe ja jetzt auch nichts Nützliches außerhalb Munition entdeckt, die ich weitgehend verschießen musste, wäre mein Plan, nochmal neu zu starten und direkt zum Anfang zurückzugehen. Finden wir es raus. Ach, das kann ich jetzt ja mitnehmen. Inzwischen. Hab auch dabei gelesen, das ist wohl ein Einzelentwickler, ne? Eine einzelne Person, die das hier gemacht hat. Das ist in der Tat beachtlich. War ich da hinten? Achso, da hat mir der Wurm ja den Weg abgeschnitten. Aber das ist ja jetzt weg. Da können wir auch gleich nochmal hin. Aber da war der Weg auch einfach weggebröselt, ne? Da werde ich jetzt nichts mehr... Mann, ihr nervt eigentlich nur noch. So. Nee, die, bitte. Und Würmchen habe ich da doch auch irgendwo gesehen, oder? Gut, der wäre schon mal erledigt. Dahin, den Wurm, den meinte ich. Können wir ja schon mal aus der Entfernung erledigen. Okay, und Abstand gewinnen.
Das war's mit ihm. Bevor ich jetzt hier weitermache, ich hatte da doch noch was entdeckt. Holen wir uns das doch mal. Da hat doch was geblinkt. Ja, genau. Es ist grün. Vielleicht Energie, es wäre ja ein Traum. Ja, es ist nur eine andere Munitionssorte, wie es aussieht. Ja. Okay, können aber auch gebrauchen. Danach geht's hier nicht mehr weiter. So ein bisschen nach Steckbaukasten aus, ne? Also ich verstehe die Idee, aber es sieht seltsam aus. Hinten ist eine Kerze. Sollte mir die mich eventuell interessieren? So, wo war jetzt hier noch was? Wieder Gegner. Aber keine Items mehr. Gut, ich würde sagen, an der Stelle... Was ist das für ein Gebäude? Das ist aber nicht das, wo ich hergekommen bin. Ne? Das ist eine Mühle. Komme ich da irgendwie hin? Von hier aus aber nicht, ne? Ich kann es ja mal ausprobieren, ob da hinten ein Weg ist. Wird ja einen Grund haben, dass hier so viele Gegner auftauchen. Das ging schnell. Also für die sollte ich vielleicht... Ne, das ist ja ein langsamer. Da können wir jetzt wieder die andere Waffe nehmen. Aber für die ist die Pumpgun offenbar am besten geeignet. So, und laufen. Und wieder diese Latenz, bevor sie losläuft. Und die hat für mich tödlich geendet. So, und da sind wir wieder drin. Ich habe nochmal das gesammelt, was wir brauchten und mich hier vorgekämpft. Wie man vielleicht an Energie und Munition sieht, diesmal auch etwas eleganter. Genau, und dann schauen wir mal, ob es einen Weg dort hinten hingibt. Andernfalls haben wir jetzt zumindest ein leichtes Plus an Ausrüstung gemacht. Darum war es dann auch nicht ganz umsonst. So, Rudi, komm. Okay. Irgendwer hat halt noch gegrunzt, oder? Wo nur? Ich geh nochmal hier hoch. Da ist ja das Gebäude, wo wir hinwollen. Mist! Oh, fuck. Nicht aufgepasst. Egal. Hä? Was klebt mir denn da am Fuß? Ein Wurm. Moment, hier ist ein Boot. Könnte der Wurm jetzt von meinem Fuß mal verschwinden? Ah, hier brauchen wir das Paddel. Na, seht ihr. Okay, ja, uns geht's gar nicht gut. Das wird eine nicht enden wollende Geschichte in diesem Gameplay, glaube ich. Na gut, ich verlasse mich weiterhin darauf, dass es immer irgendwie einen Weg geben wird, weiterzukommen. Und wenn es Rückschläge gibt, werde ich die weiterhin einfach rausschneiden, dass es euch auch nicht zu langweilig wird. So, wollen wir hier bei den Ältesten, ne? Ja. Yes. Gut. Habe ich eigentlich was dabei? Nee, keine Kids. Na gut, dann nehme ich an, werden wir als nächstes diese Hülle da erkunden müssen. Also ich muss ja sagen, es ist halt ein bisschen altbacken, ne? Aber inhaltlich, wenn ich es mal mit seinem spirituellen Vorgänger Resident Evil 4 vergleiche, selbst mit der
Remake-Version, weil die hier diesen unaufgeregten Stil, oder weil der Entwickler, es ist ja einer, diesen unaufgeregten Stil beibehält, finde ich es tatsächlich etwas angenehmer. Resident Evil zeichnet sich auch sehr dadurch aus, dass es immer so ein bisschen drüber ist, was ja auch ein bisschen den Trash-Charme ausmacht. Diese interessante Mischung aus hochprofessioneller Entwicklung und dem trashigen Inhalt. Ich finde das so aber tatsächlich zurzeit ganz angenehm. Würde dem diskreten Vorzug geben. So, was steht da? Ich wagte mich in diese Höhle, eingehüllt in finsteren Nebel und erstickende Feuchtigkeit, in der Hoffnung, die Gestrandeten zu finden, die gerettet werden müssen. Aber während ich hier stehe, umgeben von Tropfen und Schatten, ist noch immer keine Spur von ihnen zu sehen. Ich kann das Gefühl nicht loswerden, dass ich nicht allein bin. Schwache Echos in der Feuchtigkeit und eine schaurige Präsenz liegt in der Luft. Sie müssen es sein, die darauf warten, gefunden zu werden, die darauf warten, gerettet zu werden. Das lange Grollen lässt die Höhlenwände erzittern. Ich hoffe, es geht ihnen gut, und was könnte die Ursache dafür sein? Ich hätte zuhören sollen, Vater. Du kennst diese Docks und diese Seiten des Schlosses am besten. Der Nebel bringt etwas anderes hervor. Das kann kein Zufall sein. Ich dränge weiter, wo immer sie auch sein mögen. Ich werde sie finden, und gemeinsam werden wir aus der Dunkelheit auftauchen. Aldred. Oh, ist irgendwas passiert? Nee. Der Ambient-Sound war einfach zu Ende. Okay. Na dann. Oh, die werde ich kriechen müssen. So, Medipack wäre geil. Ist das eins? Nee, es ist ein Toolkit. Ach naja. Nehmen wir. Oh, fuck. Lauf! Verdammte Axt. Shit. Sollte echt ein bisschen mehr aufpassen. Ich war geblendet vom Reichtum und bin in die tödliche Falle gelaufen. Aber zum Glück war der Stein im Weg, ne? Denn ich war eigentlich viel zu dicht, um das zu überleben. Ah, schön. Ein safe place. Nimm doch bitte. So, sehr gut. Und safen wir hier nochmal? Es wird seinen Grund haben, dass das geht. Ja. Gut. Es bleibt schon zu lange zu ruhig. Pump Shotgun wieder voll. Ich glaube, das heißt nicht. Ich hätte echt gern mehr Medikit und weniger Munition. Damit würde ich besser fahren. Aber gut, das Spiel macht die Regeln. Ich muss halt rausfinden, wie ich spielen muss. Ne? Ist dann irgendwo meine Aufgabe. Wenn das Spiel einfach um meine Bedürfnisse herum programmiert wäre. Oh. Oh, geil. Was machen wir denn da? Oh, shit. Obwohl, ist uns das ein Toolkit wert? Ich glaube nicht, ne? Hm. Nehmen wir doch direkt den anderen Weg. Tja, aber da ist er wieder. Der Warum? Gut. Ist das eigentlich randomisiert? Ja, tatsächlich. Diesmal ist was anderes drin. Gut. Bleib hier liegen. Bleib da nicht. Das fällt dir ein. Und hat seinen Bruder mitgebracht. Okay, dokkeli. Sehr schön. Oh. Okay, aber das ist schon blöd, wenn es während der Cutscene weitergeht. Na gut. Ich hole euch gleich wieder rein. Gut, dann geht jetzt hier so langsam das große Sterben los, ne?
Was nur auch an meiner wirklich schlechten Konstitution liegt, unter anderem. Gut, normalerweise würde ich jetzt was rausschneiden, aber bei klassischem Survival Horror gehört das dann ja doch irgendwie mit dazu. Also lassen wir es mal drin. So. Und um die Burschen mal auf Distanz zu halten, nehme ich mir die. So. Da guckst du. Das war echt knapp. Muss man so sagen. Da war doch noch einer. Wo ist der? Da bist du. Wartest artig, bis du mir in den Rücken fallen kannst, ne? Und was hinterlässt er? Ah, schade. Nur Munition. Sag mal, habe ich die Kiste vorhin eigentlich übersehen? Ja, wahrhaftig. Ja, gut. Medipack. Ich will ein Medipack. Naja. Und was haben wir hier? Pump Shotgun. Und wieder überladen. Bin gerade furchtbar meckrig, ne? Ich gewöhne mir das mal ab. Tralala. Lecker Zombie-Schnitzelei. Butsch. Kopf ab. Plötsch. Bein weg. Ganz viel Blut. Das tut mir gut. Euch nicht so. Aber mir. Gut. Was wird uns hier noch erwarten? Mit meinen 18 Health Points. Oh, Junge. Ha. Kann mich nicht entscheiden. Okay, mir wird die Entscheidung abgenommen. Komm her, Bubi. Oder Bubine in dem Fall. Bubi! Ja, jetzt fällt's mir erst auf. Du komm auch gleich her. Dich hat auch keiner lieb. Ja, das saß, ne? So ein Spruch. Sag mal. So. Da wollte ich mir gerade die andere holen. Aber den Weg kann ich mir jetzt schon wieder sparen. Ah ja. Ich habe gerade einiges an Spielen geladen. Für die nächste Zeit. Es kommt zurzeit so viel geiler Scheiß raus. Ich habe gesehen, hier in Soundmind läuft ja nur wirklich gar nicht mehr. Ne? Das will ich dann, glaube ich, auch erstmal einstampfen. Ah, voll. So viel Munition, so wenig Energie. So viele potenzielle Verstecke für potenzielle Gegner. Was bist du? Immerhin. Oh, fuck. Oh Gott, zwei. Zwei. Oh Gott. Es wird immer schlimmer. Und wo kam das? Ah, das war jetzt hier der andere Weg, ne? Dann locke ich die mal raus, dass ich ein bisschen mehr Freiheit habe. Das klang so dicht. Wo ist die? Die Bubina. Du bist nicht Bubina, du bist Bubina. Wer? Keiner von euch hat ein Medipack dabei. Das ist kein Medipack. Das ist auch kein Medipack. Ihr macht mich fertig, Leute. Jetzt hole ich mir erstmal die anderen Schrotflinten Dingsbumse. Ihr wisst schon. Hoffentlich respawnt hier nichts. Das wäre ein super GAU. Also außer die Kiste. Die dürfte gerne respawnen. Und meine Stimme ist gerade so belegt.
So, ich hoffe jetzt ist es besser. Hello. So. Gut, und ich muss echt mehr auf diese Würmer aufpassen. Dass es ihnen gut geht. Dieses Aufpassen meinte ich. Dass sie immer Futter haben. Was hattet ihr denn gedacht? Solche Sprüche macht man ja eigentlich, wenn man irgendwas Anzügliches gesagt hat, ne? Aber das kann ich leider nicht. Bei mir gibt es leider keine suffisanten Sprüche. Doch, suffisant schon, aber nicht sexuell suffisant. Leider nicht. Das habe ich nicht drauf. Weil das ist so der Unterschied zwischen Survival Horror und Shooter, ne? Beim Shooter ist ja wirklich die Sprinttaste dein Freund. Hier eher nicht so. Hier macht es dich nur unvorsichtig. Ach, geht mir ab mit eurer scheiß Munition. Zwei Lebenspunkte, meine Güte. Na ja, na klar. Ich freue mich auf euch. Geil. Oh ja, Wurm. Ah. Warum stehst du noch mal auf? Ah. Okay. Ach so, das war Pump Shotgun. Ach super. Ach die Raffle Munition liegt da vorne, ne? Ja, ja. Ah, hoffentlich kommen hier nicht noch irgendwelche Würmer gespawnt. Was war das? Oh, das war ein cooler Move, ne? Für alle, die das gutieren, war das. Ja, das ist sie. Ich habe noch ein Fauchen gehört. Full, natürlich. Was sonst? Oh, bitte das. Ja, ist es ein Medipack. Und das ist eine Arena. Ich habe gerade gar kein gutes Gefühl. Ich wusste es. Ich wusste es. Ja, geil. Dich habe ich jetzt noch gebraucht. Komm, mach das Medipack. Danke. Denn ich habe keinen Speicher vorher mehr gehabt. Ja, 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 ja. Bring mich um. Geil. Super. Gab's vielleicht ein Autosave? Natürlich nicht. Gut, dann mache ich hier einen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. So, meine Lieben. Da mein letzter Spielstand ja dann doch sehr auf Kante genäht war, habe ich mich doch dazu entschieden, nochmal neu zu starten. Und siehe da. Oh, doch. So, hier sieht man's. Auf dem Speicherstand sind wir gerade. Ist ein bisschen schade, dass ja wirklich ab der ersten Höhle zum Brückenkopf drehen kein Speicherpunkt mehr ist. Wir fallen also immer sehr weit zurück. Das könnte noch hinderlich sein, aber wir haben 5 Medikits, das aktuelle Maximum, das wir tragen können. Die Waffen sind alle mehr oder weniger voll gefüllt mit Munition und wir haben sogar Zeit eingespart. Einige Bücher mehr gefunden und sogar mehr Schädel. Steht das hier irgendwo? Nee, leider nicht. Egal. Aber jetzt stehen wir relativ gut da und ich hoffe mal, der Bosskampf wird jetzt ein Spaziergang. Schauen wir mal. Jedenfalls hat sich gelohnt, das, was wir ja gelernt haben über die Spieldynamik, in Anwendung gekommen ist und Vorteile bringt. Und ich habe beim Aufleveln jetzt andere Prioritäten gesetzt. Ich kann jetzt zum Beispiel anstelle meines Keks das hier. Das könnte sehr praktisch werden, wenn ich ausweichen muss. Aktuell kann ich leider die Steuerung nicht verändern und bei gedrückter Shift-Taste Control zu drücken ist so ein bisschen meh. Ich hoffe, das kommt noch. Ja, und dafür habe ich die Waffen etwas mehr priorisiert und vor allem die hat sich jetzt als sehr nützlich erwiesen. Gehen wir aber mal in den Kampf hinein.
Bevor es hier losgeht, aber nochmal ein kurzer Rückgriff. Im zweiten Durchgang, ihr erinnert euch vielleicht, habe ich im Wasser einen Schlüssel gefunden, den habe ich beim ersten Run nicht benutzt. Wofür der gut ist, möchte ich euch an dieser Stelle noch einmal zeigen. Und zwar müssen wir damit noch einmal bis fast ganz an den Anfang der Docks zurück, ins zweite Gebäude, wo auch der Safe Point ist. Und tata, genügend Zeugs, um uns noch einmal mächtig zu bereichern. So, und nun zurück zum Wurm. Yeah, und endlich. Jetzt ist er platt. Sehr schön. Dann füllen wir jetzt erstmal unseren Bestand wieder auf. Gut, ich habe jetzt in diesem Anlauf, hat man ja gesehen, ultra konservativ gespielt. Ein bis maximal drei Treffer gesetzt und dann bin ich weitergezogen. Das ist ein bisschen lame, muss man sagen, und wenig dynamisch, aber es funktioniert wenigstens. Und ich wollte nicht nochmal zurückgeworfen werden. So. Aber jetzt haben wir sehr gute Bedingungen für den weiteren Verlauf, würde ich sagen. Es geht eigentlich kaum besser in der Ausstattung. Und wir haben die zweite Tafel. Okay, sehr schön. Und ich hoffe, es gibt jetzt eine Abkürzung zurück. Ja, die gibt's. Ein Traum. Die nutzen wir doch. Schön. Also es hat so seine Schwächen, das Spiel, aber man sieht, dass designtechnisch ganz viel Arbeit reingesteckt wurde, um ein rundes Spielerlebnis zu schaffen. Darum diese vielen kleinen Fehlerchen, die ich immer mal bemerke. Ich hätte beim zweiten Durchgang auch eine Situation, da bin ich, glaube ich, auf Escape gegangen, während mir ein Item eingeblendet wurde und ich im Zielmodus war und dann ging der nicht mehr raus. Da drehte sich die Kamera auf einmal um die Spitze der Waffe herum, das war ganz seltsam. Es gibt so Dinge, die passieren hier. Die dürfen, finde ich, auch passieren bei so einem kleinen Entwickler. Bei einem Ein-Mann-Entwickler, der sein Bestes gibt. Auch das hier ist gerade ein bisschen komisch. Diese Schädel hat sich schon zerschossen. Jetzt hängen sie da wieder. Und werden sogar gezählt, wenn ich sie entferne. Bin ich jetzt aber nicht böse drum. Egal, aber es ist schön. Es ist schön geschrieben. Es ist durchdacht. Dann setzen wir jetzt mal die nächste Tafel ein, würde ich sagen. Und es sind so viele Einzelepisoden, ich weiß gar nicht, wie lang das geworden ist, aber die Episode wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Und dann beginnen wir nämlich mit dem nächsten Abschnitt beim nächsten Mal. Aber wir gucken da jetzt schon mal rein, würde ich sagen, und nutzen dann dort den ersten verfügbaren Speicherpunkt. Lass uns nochmal reden. You've got it. The plate. Ja. You're one step closer to stopping this curse and corrupt land. The next step bears death and decay. And I fear the mist grows.
Tonight the moon shimmers and feeds the earth. Its people sacrificed just to starve for more. Prepare yourself for what is to come. Ja. Man kann leider nicht seine Inventargröße verändern, zumindest bisher noch nicht. Könnte sich vielleicht noch ändern. Das wäre tatsächlich nützlich, weil ich bin wirklich an einigen Munitionen und Medikits vorbeigerannt, einfach weil ich sie nicht mitnehmen konnte. So, okay. Habe ich eigentlich noch was? Zwei, aber... Ich glaube, die spare ich mir auf. Ja. Um die Waffen ein bisschen pimpen zu können. Kommt hier die nächste Platte hin? Okay, nein. Dann kommt sie wahrscheinlich hier hin. Jawohl. Und es wird der Friedhof sein. Der Klassiker, einer der Klassiker für Horror-Games. Okay. Ich würde jetzt allerdings nochmal eine Treppe runtergehen, ob sich da was geändert hat, weil ich ja jetzt ein Areal geschafft habe. Und da waren doch drei Schädel. Vielleicht entspricht das ja dem, was ich da oben mache. Kann ich hier jetzt was... Hier, der leuchtet. Was kriege ich denn jetzt dafür? Ah, eine neue Waffe? Da bin ich nicht böse drum. Submachine Gun. Habe ich dafür auch einen Slot? Wo ist sie denn jetzt? Hier ist sie. Aber wo ist jetzt meine Pumpgun hin? Bin ich damit glücklich, dass er die einfach ohne mich zu fragen tauscht? Na, wir werden es rausfinden, würde ich sagen. Ah, hier haben wir noch ein Toolkit. Ah, dann können wir die Submachine gleich mal ein bisschen pimpen. Aber gut zu wissen, dass ich vielleicht nicht allzu viel in Waffen investieren sollte, wenn die mir auch einfach wieder weggenommen werden. So, machen wir das mal. Hier haben wir sie. Gut. Denn das haben wir ja gut genug gelernt. Wir kriegen munter verschiedene Munition, zum Teil randomisiert zugeteilt. Weshalb es sich lohnt, alle Waffen zu benutzen. Und nur bedingt situativ, sondern eher nach Munitionsstand. Könnte man auch hinterfragen, ob das eine gute Designentscheidung ist. Aber wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten. So, gehen wir jetzt mal auf den Friedhof. Tada! Oh ja. So, nicht, dass ich gleich am Anfang was übersehen habe. Brother? Also mit uns wird sie nicht gesprochen haben. Die Kapelle? Ah, das brauche ich im Moment nicht. Eine Note. Und ich habe meinen Übersetzer nicht parat. Holen wir ganz schnell nach. So, inzwischen bin ich ja geübt im Panischen herumtippen. Also, ich habe den Sprengstoff zur Brücke in der Nähe der Kapelle gebracht, aber es scheint, dass ich von dieser Seite keinen Zugang zum Gebäude habe. Ich muss um den Friedhof herumgehen und dort alles vorbereiten. Der dichte Nebel hilft zwar nicht, aber es ist die einzige Möglichkeit. Wir haben uns aufgeteilt, um alles wie bestellt pünktlich fertigzustellen, aber irgendetwas fühlt sich nicht richtig an. Als ich über das Gelände ging, hörte ich plötzlich Schritte. Zuerst dachte ich, es sei nur einer der anderen, der herumalberte und versuchte, die Stimmung an diesem düsteren Ort aufzulockern. Aber als ich rief, kam keine Antwort. Dieser Ort jagt mir Gänsehaut ein. Die alte Kapelle und Friedhof haben die Aura von etwas längst Vergessenem, etwas, das man besser unberührt gelassen hätte. Es ist keine Überraschung, dass sie diesen Ort loswerden wollen.
Es hört sich an, als wäre er von Jahrhunderten der Trauer erfüllt. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir hier nicht allein sind. Je schneller wir fertig sind und rauskommen, desto besser. Mit Vorsicht vorgehen, Agent Jessel. Sagt Übersetzung, aber hier steht, glaube ich, Jesse. Da ist der Sprengstoff. Kann ich den wegsprengen? Wir probieren es mal. Nee. Da muss ich dann wohl eine andere Lösung für finden. Gut, und den Friedhof erkunden wir dann jetzt nächstes Mal. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal.